Was geht ab, liebe Freunde? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kraftsounds TV. Was haben wir diese Woche für euch? Wir haben News über Soundcloud, Apple Music, den Bachelor. Oh mein Gott, da müsst ihr dranbleiben. Bitte. Wir haben jede Menge New Tracks, ein neues Brett der Woche, Classic of the Week und ein Fundstück. Also alles, was eine vollgepackte Sendung so braucht. Das bedeutet zurücklehnen, anschnallen und viel Spaß mit einer neuen Folge Kraftsounds TV. Leute, der Bachelor, bleibt bitte dran. Wenn ihr nicht abwarten könnt, irgendwo hier sind die New Tracks. Flash News, meine ich. Guckt euch das an. Bis dann. Das Berliner Unternehmen Soundcloud entwickelt sich bei uns immer mehr zum SFX-Thema. Somit gibt es auch diese Woche wieder etwas über Soundcloud zu berichten und das wird nicht jedem gefallen. Erstens, Soundcloud wird kostenpflichtig und so wie es ausschaut, auch schon dieses Jahr. Seit 2007 versucht das Unternehmen rentabel zu werden, doch anstatt Gewinne zu fahren bzw. einzufahren, ja, gibt es immer mehr Verluste. Wir haben erst darüber berichtet, 44 Millionen, das ist schon eine Ansage. Das ist schon echt nicht gut. Dazu kam auch noch der große Druck der Major-Labels, weil ganz klar, so richtig Geld verdienen tut mit Soundcloud niemand. Niemand. Auch das Werbe- und Monetarisierungsprogramm, was bereits in den USA getestet wurde, ja, hat nicht so ganz funktioniert. Und dazu kommen auch noch diverse Copyright-Probleme von vielen Major-Labels. Da fragt man sich aber, was ist zum Beispiel aus der Kohle geworden, die Soundcloud von den Premium-Usern bekommt? Also die, die bis zu 99 Euro im Jahr bezahlen. Tja, reicht wohl nicht so ganz. Und so sieht es also aus, dass Soundcloud letzten Endes doch zu einem Streaming-Dienst wird, wie zum Beispiel Spotify, Deezer oder auch Apple Music. Ach ja, und apropos Apple Music. Die haben nämlich, so wie es aussieht, die Lösung für das Problem gefunden. Apple Music will nämlich nun DJ-Mixe, Bootlegs und Mashups legalisieren bzw. für ihre Plattform zugänglich machen. Richtig gehört. Und das Tolle daran ist, die Originalinterpreten werden dafür sogar noch entlohnt. Also Win-Win. Funktionieren soll das Ganze mit dem Unternehmen Dubset, die dank ihrer Software Mixbank in der Lage sind, jeden Titel zu identifizieren, um zum Beispiel auch auf Copyright-Probleme aufmerksam zu machen. So, und wie soll das Ganze dann in der Praxis ausschauen? Na, ungefähr so. Du bist ein DJ, wir gehen mal jetzt nicht von Musik aus, du bist ein DJ und hast einen neuen Mix gemacht. Lädst ihn bei Soundcloud nicht hoch, weil du entweder A, schon 3 Strikes bekommen hast und eh keinen Account mehr besitzt oder du schon weißt, ach, das wird ewigen Copyright wieder runtergelöscht. Also Apple Music. Du lädst es hoch und dank der Mixbank Software wird jeder Titel genauest identifiziert und auch die Länge. Der Originalkünstler bekommt nun für die Dauer, die er im Mix ist und so oft wie der Mix auch geklickt wurde, Tantiemen ausgezahlt. Das bedeutet also Kohle. Also Mix online stellen. Mein Lied ist 2 Minuten drin, also bekomme ich für 2 Minuten, je nach oft wie das geklickt wurde, Kohle. Immer her damit, alles meins. An sich eine richtig coole Sache. Das Tolle ist, Mashups und Bootlegs sollen auch so funktionieren. Also man hat hier 2 Titel, macht daraus ein Mashup, man identifiziert die beiden Originalinterpreten oder 3 oder 4 und die bekommen dann die Kohle dafür. Klingt eigentlich logisch und ziemlich cool. Warum kommt man nicht früher auf so ein Modell? Naja, wir sind gespannt, wann es letzten Endes losgeht mit Apple Music. Sobald wir mehr erfahren, erfahrt ihr es sicherlich bei uns zuerst. Nicht ganz, aber auf jeden Fall as soon as possible. Wie ist denn eure Meinung über das ganze Thema? Sagt ihr, ey, das ist eine richtig geile Idee, um neue Talente hervorzurufen und mega endlich mal ein bisschen legalisieren, weil die Mashup-Bootleg-Szene ja auch noch ein bisschen underground ist und es wäre ganz cool, das Ganze mal nach oben zu pushen? Oder sagt ihr, das ist totaler Bullshit, ich halte eh nichts davon, ist alles illegal, alles scheiße, ich kaufe immer noch CD. Eure Meinung einfach mal unten in die Kommentare. Wir leben im 20. Jahrhundert und was wäre da eine sinnvolle Erfindung? Natürlich in erster Linie ein Gegenmittel gegen AIDS und so zu finden, aber ich meine jetzt mal musikalisch gesehen, richtig, neue Instrumente. Und da rede ich nicht von irgendwelchen neuen Moog-Synthesizern oder so, nein, wirklich Instrumente, komplett neue, freakige. Auf der Guthman Musical Instruments Competition an der Georgia Tech University findet man einmal im Jahr das Neueste und Freakigste, was so Erfinder sich in ihren kleinen Kellern zusammenschrauben. Aus 18 verschiedenen Ländern wurden Erfindungen eingereicht und dem Gewinner winken dann auch noch schöne $5.000 in die Tasche.
Dank Thump haben wir euch mal vier sehr witzige, aber auch innovative Instrumente herausgesucht und wollten die euch einmal gerne zeigen. Da hätten wir zum Beispiel den Spiral of Fifths, ein MIDI-Keyboard mit eingebauten Akkordfolgen. Okay, eigentlich sieht das eher aus wie eine Neuauflage des beliebten Spiels Senso, aber es ist auf jeden Fall witzig. Was passiert, wenn man ein Vocoder, eine Gitarre und einen Synthesizer irgendwie zusammenbaut? Richtig, die VCG, eine über Atem gesteuerte Synth-Gitarre. Okay, die nächste Erfindung sieht irgendwie aus und hört sich auch so an, als wäre sie gerade frisch aus dem neuen Thron-Film herausgelaufen. Doch sie ist auf jeden Fall sehr innovativ. Der Nomis ist ein achtkantiger Controller, der dank Bewegungen von den Händen gesteuert wird. Also ich mache so und dann macht er. Schaut euch das mal an. Und zu guter Letzt der Clude E-Trom MK4 MIDI-Controller. Das Teil ist wirklich ein bisschen irgendwie auf jeden Fall seltsam. Man schützt sich das so vorne hin und kann das nutzen wie so ein Synthi. Oder man nimmt einen Schlauch im Mund und spielt das quasi wie ein Saxophon. Guckt euch das mal an. It's essentially like double stopping. You can... Still needs a little practice on that one, but... Die komplette Liste findet ihr auch noch mal auf Thump und den Link dazu unten in der Videobeschreibung oder auf electronic-dance.net. Kennt ihr auch noch irgendwelche freakigen Instrumente? Wenn ja, postet das einfach mal unten in die Kommentare und kommt mir jetzt nicht mit irgendwelchen Arschvideos, wo eine Flöte drin steckt. Kenne ich alles schon gesehen. Wir haben auch eine WhatsApp-Gruppe, wo wir uns so einen Scheiß rüber schicken. Also eure Instrumente einfach mal unten in die Kommentare. Was geht bitte ab? Ich dachte schon, wir wären schon cool, aber ich glaube wohl nicht cool genug. Denn seit dem 14.03. bietet der amerikanische Pay-TV-Sender DirecTV seinen Kunden folgendes Format an. EDM-TV. Ja, und das klingt, wie es auch klingen soll. EDM-TV. Woraus besteht's? Naja, ihr könnt es auf der Internetseite mal angucken. Eigentlich sieht man nur, also das ist das, was ich gesehen habe, freakige Videos mit irgendwelcher elektronischen Musik hinterlegt. Das ganze Niveau 128 Kilobyte. Komisch. Auf der Facebook-Seite ist schon ein bisschen mehr zu sehen. Dort ist geplant, dass man auch diverse Sendungen macht. Die haben ein eigenes Studio, sieht alles sehr schick aus, aber letzten Endes so richtig mehr konnte man noch nicht so herausfinden. Wenn ihr vielleicht irgendwas herausfindet über EDM-TV oder ihr selber vielleicht sagt, ich ziehe mir das jeden Tag rein, besser wie LSD, dann haut das mal bitte unten in die Kommentare. Es würde mich wirklich interessieren. Und für alle anderen, die jetzt sagen, ey, wo finde ich diesen Sender? Im Internet. Sucht euch den Link selber raus. EDM-TV. Viele von euch diskutieren ja immer wieder aufs Neue, wo kostet welcher Track wie viel. Ja, DJ Tech Tools hat das Ganze mal gecheckt und hat 7 Online-Stores verglichen, wo denn das WAV und die MP3 mehr bzw. weniger kostet. Ja, jetzt fragen sich einige von euch bestimmt, warum Amazon und iTunes nicht dabei sind. Naja, es geht hier um 320er MP3s sowie um eine WAV-Datei. Und wie wir alle wissen, Apple und Amazon bietet dies so nicht an. Okay, ich weiß, iTunes bietet auch irgendwas Format mit an, super Qualität. Darum ging es aber in dieser Kategorie nicht. Deswegen nur diese 7. Dabei sind aber Stores wie Trackstore oder auch Beatport. Und was stellt sich heraus? Das sage ich euch nicht. Das könnt ihr auf der Grafik sehen. Und die findet ihr auf electronic-dance.net.
www.sfxthema.net. Ja, was wundere ich mich denn eigentlich auch, denn es war doch eh klar. Ihr könnt da draußen, beziehungsweise jeder Veranstalter da draußen, kann jetzt den aktuellen Bachelor Leonard Freier als DJ buchen. Ja, denn neben seiner Ergo-Versicherung macht er jetzt auch DJing. Ja, in erster Linie bitte als Rosenverteiler, Jurymitglied für irgendwelche Contests oder einfach nur als Dummbimsel, der in der Ecke steht mit seinem viel zu kleinen Kopf und großen Body. Anyway. Hallo Mädels, mit seinem kleinen bisschen Sprachfehler. Ja, aber wie gesagt, es ist DJ-Set, kommerzielles DJ-Set ist auch geplant. Und da kann ich eigentlich nur sagen, warum reicht RTL nicht aus? Dein Laden muss doch eigentlich laufen, Alter. Du musst doch Haftpflichtversicherung, Rentenversicherung ohne Ende verkaufen, nachdem deine Fratze bei RTL war. Also, verstehe ich nicht. Ist auch scheißegal. Den Link, wo ihr den Bachelor mieten könnt, findet ihr nicht bei uns und auch nicht im Internet. Ich hoffe auf jeden Fall, denn das ist echt schlimm. Naja, es war eigentlich klar, oder? Es war eigentlich klar. Am 7. April werden wieder die Echos verliehen und in der Kategorie Dance National sind unter anderem Robin Schulz, Paul Kalkbrenner oder auch Felix Jeh nominiert und der kann auch international nochmal abgreifen und zwar für Dance International, denn sein Kumpel Omi ist für Cheerleader, den Felix Jeh Remix, auch nominiert. Also es könnte sein, dass er doppelt greift. International ist aber auch noch Lost Frequencies und David Guetta nominiert, also ist die Liste da auch ein bisschen, ja, also man könnte es auf jeden Fall schwer haben. Dance National ist auch gestört, aber geil nominiert und diese Nachricht, ja, die ging auch ganz schön viral. Viele waren entsetzt, haben gesagt, das kann nicht sein, dass die nominiert sind. Viele haben sich gefreut. Ihr wisst ja, wie das eh so um die beiden so steht, das Thema. Mir soll es recht sein, egal sein, ja. Jeder soll selber entscheiden. Voten könnt ihr jetzt auf der Echo-Seite und den Link dazu findet ihr auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Und da findet ihr auch nochmal die komplette Nominiertenliste. Ihr wisst ja, die Vinyl boomt mehr denn je und der Umsatz wächst und wächst und wächst und wächst. Und da muss ja natürlich irgendwie mal eine Weiterentwicklung kommen. Aber was soll man machen? Vinyl ist einfach Vinyl. Was kann man denn da noch irgendwie verändern? Tja, es gibt jetzt die HD-Vinyl. Richtig gehört. Vinyl mit Sound in HD-Qualität. Wie soll das Ganze funktionieren? Ganz klar mit einem Laser. Bei der normalen Vinyl ist es so, dass die Musik ja raufgekratzt wird quasi mit einem Schleifgerät. Und das ist auch das Problem, warum man viele Höhensignale nicht mehr so mitkriegt, weil das Ganze oben abgeschnitten wird. Man spricht ja auch vom warmen Sound einer Vinyl. Vinyl-Liebhaber kennen das Gefühl, wenn man so raufmacht und dann hört sich das so warm an und knistert und so. Das Ganze soll es bei der HD-Vinyl nicht mehr geben, denn dank eines Lasers wird die Soundqualität nicht beansprucht. Das klingt dann quasi wie eine CD. Ob das denn Sinn und Zweck macht, irgendwie so eine Vinyl zu besitzen? Weil man holt sich ja eine Vinyl genau wegen diesem Knistern bzw. wegen diesem warmen Sound und naja, ist ja auch völlig Latte. Und wer hat's erfunden? Nicht die Schweizer, es waren die Österreicher. Das Patent ist auf jeden Fall angemeldet und ich bin mal gespannt, wer als erstes sich eine HD-Vinyl pressen lässt. Erfindung gibt's. Hammer. Das holländische Duo The Him, welches ja schon durch Kooperation mit Sam Feld oder Remixes für The Chainsmokers oder Otto Knows ja, herauskristallisieren konnten aus der ganzen Deep House-Szene, haben nun ihre eigene Single. Die ist zwar schon etwas älter, Feels Like Home heißt diese, aber wir hatten sie noch nicht vorgestellt. Und das ist eine Nummer, die müssen wir auf jeden Fall vorstellen, denn die Vocals sind richtig, richtig cool. Erinnern so ein bisschen an Empire of the Sun von der ja, Phrasierung her, dazu geiler Main Part, alles super geil produziert und ist ein richtig cooler, hausiger, ich sag ungern Deep House, Pop-Indie-House-Track. Perfekt fürs Auto. Ich meine, die Sonne fängt an zu scheinen, ey, perfekt. Das Ding ab in CD-Player oder über Spotify, was, wer weiß, was ihr nutzt. Und dann kann man richtig schön entspannt die Straße lang chillen. Deswegen für euch, falls ihr die Nummer noch nicht kennen solltet, hier schon mal ein kleiner Vorgeschmack auf die Single von The Him. Zur neuen Single von Rehab und Quentino. Freak heißt diese, herausgekommen auf Spinnin' Records und das Ding ballert mal so gar nicht. Und das, obwohl man das eigentlich von Rehab und Quentino erwarten würde. So feinsten EDM-Geballer, richtig schön drücken.
Ja, stattdessen kommt ein grooviger Housebeat um die Ecke mit, ja, so dem typischen poppigen House-Sound, den man aktuell kennt. Ja, im Original wurde das Ding ja gecovert, also besser gesagt, diese Version ist ein Cover aus einer alten R&B-Covernummer. Wenn ihr noch wisst da draußen, welche Nummer ich meine, schreibt das einfach mal unten in die Kommentare. Umgesetzt ist das Ding ganz nice, aber es ist jetzt keine Nummer, wo ich sagen würde, ey, das klingt wie Rehab. Oder ey, das ist doch voll der Quintino-Sound. Also entweder versuchen sie auf einen Zug aufzuspringen oder es ist einfach nur ein Experiment. Keine Ahnung, vielleicht sehen wir das auch einfach wieder nur überspitzt und ihr da draußen sagt, die ist super geil. Wenn ihr sie noch nicht kennen solltet, gibt es hier schon mal einen kleinen, aber feinen Vorgeschmack. Mittlerweile hat sich das Future House Genre ja etabliert, obwohl man eigentlich nennt man das ja nicht Future House, aber ist ja völlig egal, die Richtung heißt nun mal Future House. So ist ja auch vor kurzem erst eine Compilation erschienen mit dem Titel Future House Volume 1. Die war recht erfolgreich, die war so erfolgreich, dass man sich gesagt hat, wisst ihr was, eigentlich können wir Future House Volume 2 raushauen, weil ist einfach geil. Tschüss, geschwupps, getan und hier ist sie auch. Future House Volume 2 und mit dabei ist alles, was diese Musikrichtung zu bieten hat. Dabei sind unter anderem Oliver Heldens, EDX, Diplo, oh, Don Diablo und viele, 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 viele mehr. Also eigentlich alles, was das Future House Herz so begehrt. Feinsten Bom, 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 Dim, 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 Dim Sound und alles, was dazugehört. Richtig coole CD, nicht CD, digital, ne, Compilation findet ihr alles auf eurem Download Store. Und für alle Leute, die sich jetzt fragen, kriege ich denn einen kleinen Vorgeschmack, lieber Basti? Ja, den kriegt ihr und zwar jetzt. Future House Volume 2. 42 Tracks mit den angesagtesten DJs aus der Future House Szene. Chainsmokers, Alan Walker, Oliver Heldens, Sigala und vielen mehr. Future House Volume 2. Jetzt bei iTunes. Kommen wir nun zur neuen Single von Oliver Heldens und da möchte ich gerne von vornherein sagen, Leute, sie ist kostenlos, ja, ich weiß, ihr bezahlt eh nichts für Musik dank Zippyshare Records, aber völlig egal, das Ding kriegt ihr sogar legal kostenlos, Link dazu findet ihr auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Die neue Nummer heißt Rumors und sie ist überhaupt nichts Besonderes, aber sie ist voll im Oliver Heldens Style, also jeder, der Oliver Heldens geil findet und seinen Gecko-Sound und alles so, der kommt hier auf seine vollen Kosten. Die Vocals sind ganz nice, aber auch ein bisschen gewöhnheitsbedürftig, aber vollkommen egal, das Ding groovt so her und jeder, der den Bunny Dance kann, der kann ihn hier auch weiter Bunny dancen. Wem es gefällt. Ich dance zu was anderem. Egal. Hier für euch gibt es schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf die neue Oliver Helden Single Rumors und den Download-Link findet ihr auch nochmal, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung. Jackass, Moti und Joe Ghost. Wenn man diese drei Namen zusammenpackt, dann kriegt man genau das, was man erwartet. Nicht so wie bei Rehab und Quintino, die jetzt hier auf so Haus machen und sowas. Nein, nein, hier gibt es noch feinsten, harten Big Room EDM Sound. Herausgekommen auf Spinning Records ist deren aktuellen Single On The Floor Like. Und diese ist
ja, genau das, was man wirklich erwartet. Wir haben einen Break mit einer typischen Synthie-Line-Melodie, runtergepitchten Vocal, langen Build-Up und dann Sounds links, rechts, oben, unten und wieder. Sounds links, rechts, oben, unten. Und die alttypische, richtig schöne Destroyed-Kick. Immer schön rauf in die Fresse, bis es blutet. Erst dann wird's gut. Weil das Gehör tot ist. Scheißegal. Die Nummer ist ganz nice gemacht und erfüllt natürlich den Zweck, den sie erfüllen soll, und zwar vom Boden nach oben springen. Ja, dem es gefällt. Hier für euch gibt es auf jeden Fall schon mal eine kleine Preview. Zu unserem Brett der Woche, und das stammt dieses Mal aus unserem Forum. Vielen Dank nochmal an Dominik für deine Idee, denn der Track ist wirklich geil. Die Rede ist von Steve Aokis Single The Power of Now zusammen mit Headhunters. Jetzt fragen sich viele von euch, Moment mal, das ist doch schon viel, viel älter, lieber Sebastian, da hast du dich ein bisschen verguckt. Ja, ihr habt recht, die Nummer ist wirklich schon älter, die ist aus dem letzten Jahr. Aber nun gibt es eine Vocal-Version und die haut mal so richtig alles raus. Denn im Original, vor ein paar Monaten, ist das Ding nicht so richtig aufgegangen. Eher ein bisschen untergegangen, und das, obwohl die Nummer gar nicht so verkehrt ist. Im Gegenteil, wir haben im Break eine richtig schöne Headhunters-Melodie, und wenn es losgeht, klar, man hat den Tujamo-Sound, aber das Ganze ist richtig geil und packt. Und die Vocals, die dann nicht unbedingt The Power of Now singt, sondern eher Feel, die passen perfekt drauf und machen das Ganze zu einem richtig fetten Track. Unserer Meinung nach richtig starke Nummer, geil umgesetzt, und da entschuldigt man sich auch für diesen Tujamo-Sound, der dann losgeht, weil an und für sich eine richtig geile Produktion. Hier also unser Brett der Woche. Vielen Dank nochmal an Dominik. Das ist Steve Aoki zusammen mit Headhunters mit Feel. Unserem Classic of the Week, und das kommt dieses Mal aus Deutschland. Deutschland, ja. Es war ein Track, welches die 2000er Vocal Dance Trance Ära geprägt hat wie kein zweiter. Die Rede ist von Groove Coverage und dem Mike Oldfield Cover Moonlight Shadow. Das Ding hat sogar auf Platz 3 in Deutschland geschafft und sogar Gold erreicht. Und das ist auf jeden Fall schon mal was, da muss man den Hut vorziehen. Richtig geile Nummer, obwohl mir persönlich ja God is a Girl im Rocco Remix besser gefallen hat, aber da sind wir wieder ein bisschen spezieller. Gar keine Frage, Moonlight Shadow war bzw. ist eine richtig geile Nummer und auch im Hardtrance-Gewand von Groove Coverage sehr geil umgesetzt. Deswegen auch unser Classic of the Week. Hier ist Groove Coverage mit Moonlight Shadow. All she saw was a silhouette of a gun, far away on the other side. He was shot 6 times by a man on the run, and she couldn't find how to push through. I stay, I pray, I see you in heaven far away. I stay, I pray, I see you in heaven one day. Four a.m. in the morning, carried away by a moonlight shadow.
this night, but she couldn't find how to piss through. Kommen wir zu unserem Fundstück der Woche und das ist dieses Mal etwas gegen unsere EDM-Fans. Ja, das soll jetzt nicht bedeuten, dass wir was gegen EDM-Fans haben, denn wir haben es nicht gemacht. Irgendjemand hat sich was Witziges überlegt und zwar den Walking Dead Trailer zu nehmen und darauf The Walking Dead zu machen. Ja, warum, was geht es? EDM-Fans sind dann quasi Zombies und die, die sie bekämpfen, sind dann Leute wie Eric Pritz, Seth Droxler, Monika Kruse, Sven Feht, Laurent Garnier und viele mehr. Und die bekämpfen sie mit anderem EDM-Sound und damit Knarren und ist auf jeden Fall freaky. Guckt euch das auf jeden Fall an und vor allem bis zum Ende, denn Sifa Yogi hat auch noch einen kleinen, aber feinen Gastauftritt. Hier ist also unser Fundstück der Woche. We must clean this festival up. Their ears have been very damaged by this music. Now they only react to very loud and crappy songs. We must do something. Get up. We must attract them away from the festival. I think I have an idea. It works, they're coming. Animals. We have to go now. I really hate this damn song. You have to be patient, young man. Tschüssikowski halt mal wieder an dieser Stelle. Das war Clubsound TV für diese Woche. Vielen Dank fürs Einschalten und ich hoffe, ihr hattet jede Menge Spaß. Wenn ja, Daumen nach oben, ihr kennt das ganze Spiel. Vielen Dank nochmal an unser Forum für die ganzen Input-Sachen, die ihr uns da reingepostet habt. Ohne euch wäre dieses Format nicht das, was dieses Format ist. Vielen, vielen Dank. Naja, ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Postet weiter fleißig in unserem Soundcloud-Forum, in unserer Facebook-Gruppe. Link dazu nochmal unten in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder zu einer neuen Folge Clubsounds TV. In diesem Sinne alles Gute und bis dann. Tschüss.